Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Berseria. Im letzten Part sind wir auf der Jagd nach Schweinchen gewesen, nach Stachelschweinen. Haben leckeres Essen für unsere Kollegen und Freunde vorbereitet und mussten herausfinden, dass hier ganz und gar etwas falsch läuft. Lafayette ist genau im richtigen Moment, wo Velvet gemerkt hat, dass da irgendwas... This isn't Laffy's voice. It's mine. Richtig, und wir haben festgestellt, dass hier irgendeine Illusion im Spiel ist. Irgendein Malakim, der uns so beeinflusst hat, dass wir uns einbilden, dass die Welt wunderschön ist. Und wir all das, was wir jetzt bisher erlebt haben im Dorf, alles nur eine Illusion ist. Und die muss durch eine zweite Hölle durch. Die Leute werden sich aufhalten wollen. Velvet, you have to stop your friends. They keep saying they're going to the Cape and they just won't listen. The Abbey's forbidden anyone from going inside. We'll all be punished if anyone breaks the rules. Wir wollen auch darin. I hate to say it, Nico, but I think I'm a terrible person. I really thought I could have my old life back again, and I could forget everything else. I tried to act like I was doing it for Laffy, but it was all for myself. But I can't forget. I shouldn't forget. Laffy is dead. He was murdered without even knowing why. I will never forgive that. Ever! So get out of my way. If you don't, I'll devour you again! Velvet. Why? Why must you do this? There we go. The truth at last! Ach du Scheiße. Focus on the monsters, sweetie pie. Crash through! Vielleicht das wird ein neuer Tiefpunkt sein. Auf geht's zum Schrein. The shrine's through these woods. Hey, mind telling me what the hell's going on? It's a trap. Trap, trap, trap. Our enemy spun an illusion based on Velvet's dreams. That's a nasty little art. But Velvet saw through it all? She did. But even if it's all a dream, such brutality on her part. Velvet's always been our brutal poodle. But to shake off the dream by herself, now that's something. The boundary between dreams and reality is demarcated solely by one's own heart. What? I'm saying she's wowie zowie cool beans. Come on, we gotta hurry. Cool beans. Alles klar. So, Expeditionszone ist zurück. Kümmern wir uns gleich darum. So, Lafayette kann raus. You know what you're getting into. So. Also, nach wie vor alles nur eine böse Illusion. Nur da, um uns zu manipulieren. Jetzt geht's durch den Wald. Hell, even if it wasn't, I won't turn back. Time to dish out spanking. Double hay. Auch keine Kampfmusik und alles, ne? Also es dann frage ich mich, was da auch an der Küste vor los ist beim Hafen. Now, rise, arise,
Did you see my complete and utter victory? Sehr merkwürdig das Ganze. Autsch! So. I had no problems here. Don't get careless. Das ist schwächer, haben die Wasser und Dings, okay. Kein Problem. Was that supposed to be a joke? Alles kein Problem. Alles klar. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ne? Erst hat Velvet das Ganze hier durchstehen müssen. Hat ihre Freunde, Familie und alle verschlungen. Und dann anschließend durchlebt sie das Ganze so mehr oder weniger wieder. Das ist auf jeden Fall harter Tobak. Ich glaube, eines der dunkelsten Tales of Spiele, die es überhaupt gab. Ich muss noch ein bisschen bessere Kombos basteln, aber ich weiß schon ungefähr, wie ich das machen muss. So. Ah, jetzt geht's auf den direkten Weg zum Schrein, ne? Ja, kommt nur! Welche haben die normalen Angriffe? Seid ihr habt noch diese letzte Befürchtung, dass Laffy tatsächlich der Furion ist. So. Allmählich läuft das hier. Und wir sind schon fast da. Da ist schon eine Abkürzung für uns. Auf zum Schrein. Mal gucken, was da los ist. There it is. The Therion. Okay. Schwäche hat der Wind. Alles klar. Ready to die.
die? Think you can dodge? Just try. Perfect mayhem! Dann habe ich nur kurz gesehen, aber Velvet macht, meint anscheinend, dass sie den Furion kennt. Na, mach kaputt das Teil. Los! Verliert viel zu schnell meine Kombo-Punkte. Vor allen Dingen komme ich nicht dazu, die irgendwie richtig Schaden zu machen. Ja, geht doch. Aber alles bisher noch nicht so schlimm. Oh, der regeneriert sich selber auch. Okay. Also tough ist er gar nicht. Magnus jetzt zweimal in einem Bosskampf, ihr wisst ihr gerade ein. Das war noch fertig. Oh, das Viech lebt noch. Okay. Was ist jetzt los? Sorry, Pups. You're coming with me. Velvet! It's okay. I killed their owner. I deserve all their hate. And then some. Sind das die zwei Hunde von dem einen Nachbarn? But not now. Understand? Once I get my revenge, you can tear me apart if you like. I promise. Until then, I'll need your help. Das sind die beiden. Guess the art finally evaporated. The book, it disappeared. What book? Das, was sie gesehen hat. Ancient book with every page still intact. It was in Velvet's house. Artorias's book. The real one might still be there. We should go back to Velvet's house to search for it. Das gerichtet hier gibt's auch ein Conrad, okay. Gott, wir waren schon lange nicht mehr hier. Eieiei. Das ist sehr, sehr, sehr lange her. That was one hell of an illusion. I have to admire the skill that went into its construction.
The caster probably has a tethered Moloch with a unique power on the same level as my Reaper's curse. I can think of one person who would lay such a wicked trap. Still, we may have a new clue to the nature of Innominaut. You found Innominaut's book, right, Lafayette? Yeah, in Velvet's house. Then let's hurry to Velvet's house. Also egal wie oft ich die, das Hauptthema von Velvet höre, ich werde jedes Mal ein bisschen melancholisch dabei. Weil das... Also das, im Vergleich zu den anderen Musikthemen, die es von manchen Hauptcharakteren da draußen gibt, von manchen RPGs, ist das so ein bisschen tragisch. Erzählt von Schmerz, erzählt von Verlust. Und ja, so ist Velvet im Prinzip. So ist ihr Charakter. So, bevor wir uns auf den Weg zurück machen, werde ich mal doch mal versuchen, den da herauszufordern. Sieht relativ stark aus. Haut direkt den Mystic Arts raus. Okay. Ich denke jetzt nicht gerade wie das Toughest aller der Bosse. Stabil auf jeden Fall, hält auf jeden Fall ja aus, aber... Aber bisher hat es ja nicht viel getan, außer ab und zu auf den Boden zu klatschen. Klatscht jedes Mal nur wieder auf den Boden auf. Was soll das? So, gerade an diesem Ort hätte ich eigentlich was anderes erwartet. Oh, erster Angriff. So, die normalen Angriffe sind recht stark, ja. Schon ein bisschen besser aus, jetzt wehrt es sich das Vieh. Scheint sich aber nicht zu regenerieren oder irgendwas, sondern ist einfach nur. Weiß ich nicht. Wenn man jetzt so umfällt. Jetzt auch nicht unbedingt ein Vieh mit viel Verteidigung oder sowas. Könnte jetzt auch nur mein erster Eindruck sein, aber so stark ist es nicht. Oi. Heilige Axt. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe mich gerade zerschreddert. Ah, es regeneriert sich schon. Mit der Zeit. Ja, wenn es da liegt. Wow. Er spielt tot und das nimmt er dann als Konterangriff oder sowas. Alles gut. Alles klar. War jetzt nicht unbedingt das stärkste Viech. Hm, da ist schon wieder das Musikthema. Wie gesagt, wenn ich das Musikthema von Velvet höre, dann werde ich immer ein bisschen miesmütig. Hat nichts damit zu tun, dass das Theme irgendwie schlecht ist oder sowas. Im Gegenteil, ich finde es Hammer. Das ist eine perfekte Spiegelung vom Charakter. Aber
Es lässt Gefühle aus. Vor allen Dingen, man hat ja von Anfang an alles mitbekommen, was Velvet so durch den Kopf schießt. Dann hat sie zwischendurch diese Albträume, also die ihr mehr oder weniger heimsuchen von früher. Also, wow. Ich hätte auch nicht erwartet, dass die Hundezwillinge von dem Nachbarn von damals zu Furions werden könnten. Starkes Stück. Ich hätte es sogar noch dramatischer vorgestellt, wie gesagt, dass es Lafayette selbst ist, der damals zum Opfer wurde, um ein Furion zu bilden, ein Versuchs-Furion, aber denkste. Zurück ins Dorf, zum eigentlichen Zustand des Dorfes. Keiner mehr da. There's nobody here. This is reality. So, dann mal gucken, was wir in dem Haus von Velvet finden. Wird auch ganz bestimmt kein Luffy mehr geben, der auf uns wartet. Nein, der ist schon lange weg. It's empty. No surprise there. Artorias is too thorough to overlook something like that. If only I'd showed it to you as soon as I found it. Don't beat yourself up over it. We wouldn't have been able to read it without Grimoire anyhow. It was just a dream. All of it. Check out all these complicated looking books. A hand drawn map. Nice. It's incomplete, but seems quite detailed. It's beautiful. My brother drew it every day. Even when his fever got too strong for him to read a book, he'd stare at that map for hours. Luffy said he wanted to travel the world. Yes, it was his dream. I never understood what made him want to do something so dangerous, but I'm living his dream now. It's ironic, isn't it? This was your room, wasn't it? You can knit? I was trying to learn. Nico said she'd teach me how as a thank you for giving her my quiche recipe. We wanted to finish a set of scarves for the winter. Velvet. Forget about it. I don't need to knit anymore. Wie gesagt, die ganze Atmosphäre ist sehr melancholisch jetzt. Tja, das Buch ist auch weg. Nichts mehr für uns hier zu holen. Those are the graves of my sister and her son. He died before he was even born. They're in rough shape. We should lay some flowers. Don't bother. There's no point. A keen insight. Eating one would be cruel enough, but plucking an innocent flower just to offer it as decoration for some memorial. That's not even a sacrifice, just a cruelty devoid of all purpose. Melchior! As obtuse as ever. I take it you're the one behind the dream fog? I must say, you did well to break through such resolve. If you weren't a Therian, I'd be tempted to take you under my wing. Did you come here to flatter me? Indeed. Although I was already in the neighborhood to retrieve this book. I'll be taking that. This book was compiled by my dear friend, who was also Artorias's mentor and predecessor as head of the exorcists. It contains the hopes and dreams left by a noble soul who gave his life for the world that grieved him. It is not for a tainted demon to touch. Like we need your permission. Also, whoa, what the fuck? Look who obeyed me for once. Is that... You didn't!
Be patient. You'll know everything before long. Das ist nicht Eifried, oder? What we seek is the realization of a perfect order, as tranquil and beautiful as a wild flower in bloom. A perfect order? Scheiße. Let's go. There's nothing left for us here. Also was wir alles verarbeiten mussten jetzt in den letzten Minuten, das war ganz schön viel. Warum fliegen Vögel? Das war doch damals die große Frage. Das Zitat gerade. Gänsehaut. Gänsehaut. Ja, wir müssen auf jeden Fall einiges verarbeiten jetzt in letzter Zeit. Wir haben mitbekommen, dass Melchior verantwortlich ist für diese Illusion. Dass. Ja, das Buch, was Luffy gesehen hat, auch tatsächlich noch existiert hatte. Und ja, einiges zum Durchkauen. Vielleicht ist auch Eifried jetzt ein Dämon geworden. Hä? What's it doing there? Wait, that's one of Arthur's. Actually, it's a copy that Luffy's set made. Das ist Luffy's set's Kopie. A copy of the book. He transcribed it all by hand, and then he sold it just to buy me that comb. There was something here for us after all. If that's the complete manuscript, we might be able to unravel Enominat's secrets. We'll have to show it to Grimoire. Pulling one over on the old man, are you? Never a dull moment with Lady Calamity around. Also, wie gesagt, einiges zu verarbeiten. Das war auch eine schon sehr lange Vorhol. Alles klar. So. Frage ist, können wir da einfach irgendwie hell teleportieren oder müssen wir laufen? Ich glaube, wir müssen laufen. Befürchte, wir müssen laufen. Das heißt, wir machen im nächsten Part weiter. Oh, ich habe ganz schön schwitzige Hände bekommen. Ist aufregend gewesen auf jeden Fall, was wir jetzt alles in dieser Folge gesehen haben. Unter anderem, dass die beiden Hunde der Nachbarn von Velvet zu einem Firin verschmolzen sind, dass die Dorfbewohner auch alle nur eine Illusion waren, dass sie auch alles nur Dämonen waren und ja, dass Melchior uns die ganze Zeit in der Nase herumgeführt hat. Dann der Dämon, der für Melchior erschienen ist, sieht ein bisschen aus wie Eifried. Wow. Und allgemein, die ganze Geschichte hier, diese ganze Episode, die wir hatten, zum zweiten Mal in dem Dorf von Velvet. Es kehrt alles irgendwie ein bisschen zurück, ne? Also es, wie es früher war. Also ich bin jetzt vom emotionalen Level genauso wie wir, als wir das Dorf verlassen haben und auf dem Weg zum plötzlich in dem Gefängnis gelandet sind. So ein Gefühl von Melancholie, ein bisschen Trauer. Also das Spiel nimmt mich komplett durch den Kakao. Das zieht mir alle Emotionen raus, die ich heute so habe. Sehr, sehr starke Story. Auf jeden Fall, unser Abtei hat sich mal wieder als der Bösewicht rausgestellt, schlechthin, für das wir das Abtei gehalten haben. Wir machen uns im nächsten Part auf den Weg zurück nach Titania, werden dort die beiden Hunde absetzen und in Erfahrung bringen, was in dem Buch steht, was Luffy Set angefertigt hat. Im Endeffekt können wir dankbar dafür sein, dass der liebe Luffy jetzt so viel Zeit reingesteckt hat, um das Buch von Artorius zu kopieren. Und dass sie es nicht gemerkt haben, dass die Kopie des Buches noch irgendwo ist. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen mal an der Stelle Schluss, sehen uns im nächsten Part wieder und ja, mal sehen, was noch so passieren wird. In dem Sinne, macht's gut und ciao, ciao.